Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autowerkstatt Simulator 2018. Wir haben hier einen Wagen wieder angenommen zum Reparieren. Wir werden den auf die Hebelbühne 2 packen. Was müssen wir machen? Bremseinrichtung und Abgasanlage. Ne? Gucken wir direkt erstmal hier. Könnte das sein? Ja, ich glaube eher nicht. Ne? 52%. Passt noch, okay, easy. ABS. Ab da hinten. Prozent, das passt. Aber das Hydroaggregat ist defekt. Ansonsten wäre hier nichts mehr, ne? Nee, Bremse. Abgasanlage, was ist mit Abgasanlage? Das sieht auch soweit fast gut aus. Können wir das hier dementsprechend ändern? Schon mal losschrauben, ne? Also was müssen wir jetzt tauschen? Wir müssen jetzt tauschen im Prinzip hier hinten. ABS Hydroaggregat, ne? Ja. Das muss auf mindestens wie viel Prozent sein? 52%, okay. Passt. Hatte ich gemacht. Jetzt noch nichts, ne? $52 glaube ich investiert. Wie viel kriegen wir dafür? 508. Wow. Das ist schon heftig. Das ist klar. Das andere müssen wir von unten aus machen. Dann machen wir jetzt eben schnell die Abgasanlage. Soweit fertig, ne? Einmal die Abgasanlage. Das Flammrohr. Wir gucken mal direkt, ob wir ein neues Flammrohr haben, ne? Klar, das dauert ein bisschen, bis das geladen hat, aber egal. Flammrohr. Nein. Wir haben ein Flammrohr da. Ja. Mit Qualität 1. 100%. Nein, nicht verkaufen. Mitnehmen. Danke. Wir probieren es direkt mal aus. Passt auf. Flammrohr. So, $60. Ne? Also, wir sind jetzt bei 508. Wir müssten bei 568 landen mit dem Flammrohr. Hier mit dem normalen, ne? 568, genau. Wenn wir jetzt das hier wechseln und gegen das Flammrohr Qualität 1 tauschen. Bei 570, also wir kriegen schon etwas mehr daraus. Das ist ja eigentlich schon mal nicht verkehrt, ne? $2 kriegen wir da raus. Oh, $2 ist auch nicht unbedingt viel, ne? Ja, warum nicht, ne? Ich meine, wofür haben die Teile sonst, ne? Ich meine, das ist wieder ein Bonus für uns, ne? In dem Sinne, ne? Deswegen müssen wir gucken.
Abgasanlage, der Abgaskrümmer, klar. Dementsprechend können wir den Abgaskrümmer jetzt wieder einsetzen. Ich weiß nicht gerade, ob wir einen da haben. Können wir mal schauen. Was war das? Abgaskrümmer R4A. SOHC. Abgaskrümmer R4A SOHC, nein, haben wir nicht. Das meine ich jetzt nicht. Da müssen wir wieder hier suchen, ne? Abgaskrümmer R4A SOHC. Haben wir noch ein Flammenrohr hier? Flammenrohr. Nein. Abgaskrümmer R4A SOHC auf 52%, ne? Ja. Können wir den reparieren? Ja. Easy. Er bringt schon echt einiges hier mit dem Reparieren an der Werkbank, ne? Deswegen. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich jetzt am besten Level 25 werden. Dass wir das auf jeden Fall hier mit machen können, ne? Hier Level 25, hier Reparaturerfolg bis zu 95%. Wir brauchen noch ein paar Level bis dahin. Wir können Levelpunkt, glaube ich, vergeben, ne? Ja. Bewege dich 10% schneller. Profiltiefenmesser. Prüfe Teile 50% schneller. Nee. Erstmal unwichtig, ich würde sagen 5% Rabatt im Shop. 5% ist auch schon wieder einiges, ne? Jetzt habe ich jetzt so viele Kisten hier dran. Warum habe ich so viele Kisten hier drin? Hä? Habe ich die nicht alle weggepackt? Hä? Keine Ahnung. Egal. Machen wir so auf. Dann machen wir sie halt auf, ne? Wenn wir die nicht reinpacken können, keine Ahnung. Ich meine, sind echt gratis Teile, ne? Teilweise relativ teure Teile auch, ne? Die wir geschenkt bekommen teilweise. Deswegen ist das so an sich echt nicht verkehrt. Wir eine Scheunenkarte dabei. Noch eine Scheunenkarte. Dann müssen wir gucken, was wir machen. Radbremszylinder ist dabei. Den kenne ich schon mittlerweile. Eine Felge. Nackenwellen Lagerdeckel. Und eine Felge. Raddings da. Ein Schwungrad. Ein Schwungrad-Tuning auch noch. Oha. Schwungrad-Tuning. Oha. Nockenwellen-Lagerdeckel. Generator. Die Getriebe. R4W. RWD-Tuning auch noch.
Heftig. Eine Scheunenkarte wieder dabei. Also Scheunenkarten haben wir jetzt relativ viele mittlerweile, ne? Müssen wir eigentlich mal überall hingehen, ne? Wow, verdammt viele Teile. Flammenrohr können das sein. R4A Typ A. Noch eine Scheinkarte. Nockenwelle? Nockenwelle. Problem ist, ja, klar. Würde sich lohnen wahrscheinlich Scheune. Problem ist, ich würde auch gerne dann auch die Autos dann mitnehmen und das wird vom Geld her definitiv nicht reichen. Das ist das Problem, ne? Deswegen lohnt sich das eigentlich noch nicht so wirklich. Das ist das. Noch eine Scheunkarte, alter Falter. Wir haben viel zu viele Scheunkarten mittlerweile, ne? Viel zu viele Scheunenkarten. Na gut. Also, machen wir weiter. Was fehlt jetzt noch hier? Abgasanlage. Abgasrohr Typ A. Gucken wir nach. Abgasrohr. Typ A. Haben wir nicht da. Abgasrohr Typ A. Einmal tauschen. Neues drauf. Haben wir das zumindest erledigt, ne? Wieso haben wir jetzt nochmal 5 Kisten? Hä? Habe ich nicht gerade alle Kisten aufgemacht? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier gerade faul. Ich habe da alle Kisten aufgemacht. Ich bin doch nicht doof, oder? Ja doch, keine Ahnung. Egal, machen wir die auch noch auf. Irgendwas ist hier gerade faul. Aber sowas von faul, keine Ahnung. Noch eine schöne Karte, alter Falter. Eieieiei, Leute. Noch eine Scheunkarte. Gut, jetzt haben wir aber, glaube ich, alle Kisten aufgemacht. Ja. Ja, keine Kisten drin. Okay, perfekt. Gut, nächstes. Bremse, ne? Ja. Alles andere ist okay. Bremse. Dann gehen wir das Ganze mal an. Also. %52 brauchen, ne? Bremssattel ist in Ordnung. Bremsbelag und Bremsscheibe inbelüftet. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, ob wir Kisten haben. Ne, haben wir nicht. Keine Ahnung warum. Hä? Ich weiß gerade nicht.
Bremsscheibe, Bremsscheibe. Nein, und Bremsbeläge. Auch nicht, ne? Nee. Dann holen wir das in der nächsten Folge. Die Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin erstmal wieder. Servus. Und tschüss.